Die DHV-News vom 12. Februar 2021. Justizministerin wusste von Verfahren gegen Richter Müller. Cannabis Thema im Superwahljahr. Herzlich willkommen bei den DHV-News. Wir haben hier und in unserer Pressemitteilung schon mehrfach die Frage in den Raum gestellt, ob die Brandenburger Justizministerin Susanne Hoffmann von der CDU Bescheid wusste über den Befangenheitsantrag, den die Staatsanwaltschaft Frankfurt oder gegen unseren Lieblingsrichter Müller vorgebracht hat, bei seinem Amtsgericht Bernau in Sachen Cannabis, weil Richter Müller so eine klare Meinung hat zur Legalisierung, die öffentlich vertritt. Das passt der Staatsanwaltschaft nicht. Sie wollen nicht, dass Müller ihren Fall bearbeitet. Und nun wissen wir eine Antwort auf diese Frage dank Marlene Block von den Linken im Landtag in Brandenburg. Die hat nämlich getwittert: Die Justizministerin sagte heute im Rechtsausschuss, sie habe Kenntnis von dem Verfahren der Staatsanwaltschaft Frankfurt oder gegen Richter Müller gehabt, es geprüft und nicht für rechtlich unvertretbar gehalten. Es sei kein Thema für den Ausschuss. Sehen wir anders, wir bleiben dran, schreibt Marlene Block von den Linken. Damit ist klar, die Justizministerin war von Anfang an involviert in dieses Verfahren. Die Staatsanwaltschaft Frankfurt-Oder hat ihr davon berichtet, von diesem Plan, von diesem Befangenheitsantrag, womit wir eben auch gerechnet haben, weil die sind im Prinzip berichtspflichtig da. Und die Justizministerin kann entscheiden. Sie hätte das aufhalten können, dieses Verfahren, hat sie aber nicht. Und damit ist klar, diesen Eingriff, diesen Angriff auf die Unabhängigkeit der Justiz hat sie durchgehen lassen. Und das, ich persönlich finde tatsächlich, dass das ein echter Justizskandal ist. Ich finde, die Frau sollte zurücktreten. Mal sehen, wie sich diese Diskussion weiterentwickelt. Hängt vielleicht auch ein bisschen damit zusammen, wie die nächste Instanz, das Landgericht in Brandenburg, über diesen Antrag entschließt am Ende. Wenn die entsprechende Bemerkungen machen, selber vielleicht auch sagen, hier Angriff auf die Unabhängigkeit der Justiz oder so, vielleicht wird es eng für die Ministerin, wer weiß. Die Medien gucken auf jeden Fall hin. Ja, vielleicht noch nicht ganz in der Tagesschau bisher, aber kann ja noch kommen. Wer jetzt überhaupt keinen Plan hat, wer Richter Müller ist und wovon ich hier überhaupt rede, der kann sich ja mal ein paar alte DHV-News-Folgen angucken oder ein bisschen auf unserer Seite stöbern, handverband.de. Kleiner Willkommenstipp für Einsteiger hier bei den DHV-News. Herzlich willkommen. Erkundigt euch über Richter Müller. Dieses Jahr ist nicht nur die Bundestagswahl, sondern sind noch ein paar mehr Wahlen, einige Landtagswahlen. Und deswegen haben wir uns hier beim Handverband den Schwerpunkt gesetzt, Cannabis zum Thema zu machen im Superwahljahr, Bundestagswahljahr 2021. Und die Chancen dafür stehen gar nicht so schlecht. Ich habe hier schon berichtet über den CDU-Politiker Julian Brüning, der gerade mit Blick auf die Bundestagswahl Cannabis-Legalisierung zum Thema machen möchte. Er selbst ist für die Legalisierung und will es in seiner eigenen Partei auch voranbringen. Aber jetzt erstmal, am 14. März sind Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz und Kommunalwahlen in Hessen. Und siehe da, in Hessen bin ich zum Beispiel letzte Woche von den Linken in Wiesbaden eingeladen worden zum Roten Salon, Online-Gespräch. Angenehmes Gequatsche, könnt ihr euch nochmal angucken, Link in der Videobeschreibung. Und ebenfalls in Hessen ging jetzt durch die Presse, hat die Grüne Jugend ein Wahlplakat gemacht, ist mir vorher schon mal zugeschickt worden, aber jetzt dick in der Presse mit dem Plakat Frisches Gras für alle. Solche Wahlplakate waren vor 20 Jahren Aufreger, sind immer noch ein Aufreger. Ja, wir freuen uns auf die Zeiten, wo man damit niemanden mehr aufregen kann, weil das Thema erledigt ist und dann auch keiner mehr solche Plakate aufhängt, weil es nicht mehr nötig ist. Auf jeden Fall hat das zu einem sehr, ja, sogar in der konservativen FAZ neutralen Bericht über dieses Thema, über Cannabis geführt. Also Cannabis-Thema im Wahljahr 2021. Und in Baden-Württemberg war Cannabis auch mal wieder eine Frage im Wahlomat, mit dem man anhand verschiedener Fragen die Positionen der einzelnen Parteien abfragen kann und gucken, welche einem am besten gefällt. Und da freuen wir uns immer, wenn Cannabis mit dabei ist, als eins von wichtigen Themen, von denen der Wahlomat annimmt, dass das die Bürger interessiert. So kann es gerne weitergehen mit Cannabis im Wahlkampf und darüber hinaus. Alle 3 Minuten wird in Deutschland ein Strafverfahren gegen Cannabiskonsumenten eingeleitet.
Das sind laut polizeilicher Kriminalstatistik über 186.000 pro Jahr. Du findest das auch sinnlos und willst das Verbot endlich beenden? Wir kämpfen dafür und brauchen dich. Hilf jetzt mit deiner Spende oder Mitgliedschaft und mach mit uns Legalisierung möglich. Für nur 5 Euro pro Monat. Schluss mit Krimi. Cannabis normal. Einfach online anmelden unter www.handverband.de/unterstützen. Link in der Infobox. Der grüne Bundestagsabgeordnete Dieter Janicek hat die Bundesregierung unter anderem gefragt, wie viel Geld für Cannabisforschung im medizinischen Bereich bereitgestellt wird. Und das Ergebnis, ja, ist eigentlich ein Witz. Also es ist eigentlich nur eine einzige ernsthafte medizinische Studie, die mit gut 2,6 Millionen Euro gefördert wird. Die allerdings ganz interessant, da geht es um den Einsatz von CBD bei Schizophrenie. Aber das war es dann auch. Ansonsten gibt es so Zuschüsse zum Beispiel zu dieser allgemeinen Gefährlichkeitsstudie, die das Gesundheitsministerium alle 10 Jahre macht. Die ist auch diesmal wieder gefördert worden, klar, bezahlt worden. Und diese Begleiterhebung, die jetzt im Zusammenhang mit der Verschreibung von Cannabis als Medizin gemacht wird, da müssen die Ärzte ihre Erfahrungen sozusagen melden an so eine Meldestelle. Und das kostet auch alles Geld, das zusammenzutragen und so weiter. Das wird auch gefördert. Aber das war es dann im Wesentlichen auch schon. Mehr Cannabis-Forschung fördert die Bundesregierung nicht. Und da geht es auch schon, was die Beispiele, die ich jetzt genannt habe, schon über etliche Jahre. Ja, ist nicht alles in einem Jahr, sondern über einen längeren Zeitraum. Also viel zu wenig. Und entsprechend fordert Dieter Janicek auch da, deutlich mehr auszugeben, weil eben die Pharmafirmen auch diese üblichen pharmakologischen Studien nicht durchführen. Da ist also eine Riesenlücke. Deswegen werden ja zum Beispiel auch viele Anträge von den Krankenkassen abgelehnt von den Patienten, die sagen, es hilft mir. Und die Krankenkassen sagen, ja, Edgebatch ist aber nicht richtig erforscht. Also müssen wir mehr forschen. Vielleicht geht da mal was. Ist übrigens auch eine Forderung, die ich auch in mehreren Anhörungen zum Thema Cannabis als Medizin im Bundestag schon vorgebracht habe. Ich versuche daran zu denken, noch eine Stellungnahme von mir zu dem Thema auch in die Videobeschreibung zu packen. Und ein Video mit Dieter Janicek, der war auch hier im DRV-Kanal schon mal dabei. Vor 5 Jahren habe ich den Mann interviewt, als er zusammen mit einem CDU-Abgeordneten die Legalisierung von Cannabis gefordert hat, aus wirtschaftlichen Gründen. Wo wir gerade bei Forschung sind. Letzte Woche habe ich hier dazu aufgerufen, die Forschung von Bernd Verse und Gerrit Kamphausen von der Uni Frankfurt zu unterstützen durch die Teilnahme an deren Umfrage. Die Teilnahme war überwältigend, ja, sind tierisch viele Leute haben mitgemacht. Die beiden freuen sich und bedanken sich. Ich bedanke mich auch, dass ihr da mitgemacht habt. Prima Sache. Und einer der Kommentare, die dann bei den beiden eingegangen ist, war: Ich soll doch bitte die Ergebnisse von der ersten Phase der Studie aus dem letzten Jahr hier in DRV News doch mal kundtun und vorstellen. Und das mache ich jetzt. Es ging um die Frage, inwieweit sich der Konsum und der Erwerb von Cannabis in der Corona-Pandemie durch die Pandemie verändert hat. Und siehe da, hat sich verändert. Teilgenommen haben überwiegend Menschen, die häufig Cannabis konsumieren. Insgesamt 1146 Befragte, die letztes Jahr mitgemacht haben. Dieses Jahr waren schon viel mehr. Aber diese 1146, von denen hat ein Drittel den Konsum gesteigert während der Pandemie und nur ein Sechstel hat ihn reduziert. Und es ist immer mehr geworden, es wird mehr konsumiert, je länger die Einschränkungen gedauert haben. Also die, ne, die ganzen Corona-Maßnahmen, wisst ihr schon Bescheid. Also je länger die Einschränkungen, desto mehr Cannabis wurde konsumiert. Was die Verfügbarkeit von Cannabis angeht, während der Einschränkungen, hat die Hälfte angegeben, gab überhaupt kein Problem, ging einfach so weiter, keine Probleme mit der Verfügbarkeit. Die andere Hälfte hat entweder Preissteigerungen angeführt oder eben eine schwerere Verfügbarkeit von Cannabis oder beides. Also einige hatten durchaus da Beschaffungsprobleme. Aber es gab offensichtlich dann eben auch Kontakte zu den Händlern. Die Leute haben halt jedenfalls nicht aufgehört zu konsumieren, ja, mussten sich gelegentlich versorgen. Was ja jedes Mal ein Risiko ist, Menschen treffen in der Corona-Pandemie. Und da wurde aber auch klar, dass die meisten tatsächlich mit entsprechenden Schutzmaßnahmen gegen Infektionen sich bemüht haben zu schützen. Im Fazit war das Ergebnis im letzten Jahr, trotz gewisser Einschränkungen in der Verfügbarkeit wurde während der Pandemie mehr Cannabis konsumiert. Mindestens von einem Drittel der Leute. Jetzt läuft also die zweite Phase dieser Befragung, wie ich letzte Woche vorgestellt habe. Nach wie vor könnt ihr da teilnehmen und mitmachen, auch die, die letztes Jahr schon mal dabei waren.
Natürlich nicht die, die letzte Woche gerade mitgemacht haben. Link dazu in der Videobeschreibung. Wo wir gerade bei Corona sind. Hierzulande wird ja reichlich diskutiert, wer jetzt bei den Impfungen bei knappem Impfstoff, welche Bevölkerungsgruppen da als nächstes und als erstes geimpft werden sollen. Und bei uns sind da eben in der Diskussion nach den ganz, ganz Alten die Pfleger, die Ärzte, Lehrer, Polizisten, alle, die viele Kontakte haben, alle, die Risikogruppen sind, alle, die systemrelevant sind. Ja, ihr kriegt die Diskussion mit, wenn ihr ab und zu mal die Nachrichten guckt. Und in Kalifornien wird jetzt gerade darüber diskutiert, ob nicht auch die Marihuana-Workers entsprechend systemrelevant sind und jetzt ganz bald geimpft werden sollten, die Cannabis produzieren und verkaufen. Bei Produktion und Verkauf von medizinischem Marihuana ist die Sache ja noch einigermaßen klar. Da geht es eben immerhin um Medizin. Das ist gesund und wohl auch systemrelevant, Medizin an entsprechend bedürftige Patienten zu verteilen. Bei denen kann man also sagen, okay, brauchen wir vielleicht gar keine extra Regelung. Ja, wer in der Cannabisfabrik da Medizin produziert, soll geimpft werden. Die Frage könnte sich vielleicht auch jetzt bald in Deutschland bei den ersten Anbauern stellen. Aber das Ding ist halt, in den USA verkaufen viele Shops eben nicht nur an Patienten, sondern an beide Patienten und Genussmittelkonsumenten, Freizeitkonsumenten gleichermaßen. Und da tobt jetzt die Diskussion darum, ob die jetzt irgendwie früher geimpft werden sollten als andere und so. Also lustige Diskussionen für deutsche Verhältnisse. Da kann man nur hoffen, dass auch deutsche Marihuana-Workers bald solche Luxusprobleme haben. Wo wir gerade bei den USA sind, hier mal ein kleines Preview, kleine Vorwarnung über den nächsten großen Wurf, der da kommt, nämlich im US-Staat Virginia. Da haben sowohl das Haus als auch der Senat, also beide Kammern des Parlaments, jetzt ein Gesetz zur Cannabis-Legalisierung verabschiedet. Die sind nur noch etwas unterschiedlich, diese beiden Versionen, die müssen auch synchronisiert werden und der Gouverneur des Staates muss am Ende noch unterschreiben. Beides Formsachen, beides wird sehr sicher passieren und vielleicht auch relativ schnell. Das kann sogar sein, dass es schon Neuigkeiten gibt, wenn diese News hier online gehen, dass da schon die Kommentare überquellen, von wegen ist schon soweit. Vielleicht dauert es auch noch ein bisschen. Details dazu erzähle ich euch dann, wenn es soweit ist. Ich will nur vermeiden, dass ihr dann beim Release der News hier alle schreibt, ja, was ist denn hier mit Virginia, wieso erzählst du da nichts von? Also, wisst ihr Bescheid, da kommt was auf uns zu, die nächste gute Nachricht. Und wo ihr gerade dabei seid, ein Video zu gucken, Berichte von medizinischem Anbau und Videos von Afria in Neumünster, die da im großen Stil jetzt Cannabis anbauen und wo der gute Henrik Knopp von Afria da jetzt immer mal wieder im TV war und befragt wird zu seinem Anbau, haben viele von euch schon gesehen, war hier auch in den DHV-News schon etliche Ausschnitte dabei. Und jetzt war die Heute-Show da bei Afria in Neumünster und der komische Redakteur mit dem irren Blick, der möchte jetzt ins Business einsteigen. Oh mein Gott, ist das schön. Welche Diagnose brauche ich wohl, damit das hier noch als Eigenbedarf durchgeht? Ja, neben skurrilen Gesprächen mit Herrn Knopp wurde die Sendung aber auch politisch. Es wurden Politiker befragt und einer von denen ist der drogenpolitische Sprecher der FDP-Fraktion im Bundestag, Wieland Schinnenburg. Wir sorgen für bessere Qualität. Also ich muss mir nur vorstellen, meine Kinder müssen auf den Schwarzmarkt gehen und kaufen sich da irgendwelche Drogen, die völlig verunreinigt sind. Es ist viel besser, wenn sie saubere und ordentliche Drogen in der Apotheke beziehen. Der zweite befragte Politiker war der drogenpolitische Sprecher der Linken im Bundestag, Nima Movasat. Sie können die Maske ruhig ausziehen, weil wir stehen ja jetzt weit genug auseinander. Ja, klar, mache ich. Was mich interessiert, sind Sie pro oder contra Cannabis? Pro. Pro. Pro Cannabis, ja. Ja, geiler Lacher, oder? Gleich nochmal. In Kanada wurde ja Cannabis legalisiert und interessanterweise ist die einzige Gruppe, bei der man feststellen kann, dass mehr konsumiert wird, Männer ab 50. Das sind wahrscheinlich Männer, die ihr Leben lang gesoffen haben und jetzt feststellen, Cannabis ist irgendwie angenehmer. Ich habe nicht so viele Probleme wie mit Alkohol. Das waren jetzt zwei Freunde von uns im Bundestag mit interessanten Aussagen. Die haben natürlich noch mehr gesagt. Ich habe mir kurze Ausschnitte genommen. Aber es sollte wohl auch eine ausgewogene Sendung sein. Es kam auch ein Gegner der Legalisierung zu Wort und getroffen hat es Michael Mertens, der ist stellvertretender Vorsitzender der GdP, Gewerkschaft der Polizei.
Die Bekämpfung der Drogenkriminalität und des Drogenkonsums ist sinnvoll, auch bei Cannabis. Wir sehen ganz oft auch die Folgen, die da entstehen können, wo junge Menschen, die einmal probieren wollten, geendet sind. Und von daher ist die Arbeit schon sehr sinnvoll. Bei der Aussage, wie immer, ersetzen Sie Cannabis durch Alkohol und spüren Sie den verblüffenden Effekt, wie sich diese Aussage plötzlich verändert und der Sinn sich verändert. Ich frage mich da immer wieder irgendwie, wir alle kennen eben auch junge Leute, die jung schon mal Alkohol probieren wollten, die auch irgendwie Probleme hatten und deswegen kommt auch kein Mensch auf die Idee, wir müssen Alkohol verbieten. Naja, einen habe ich noch. Nervt es Sie eigentlich, dass Cannabis immer noch mit diesen alten Klischees behaftet ist? Das nimmt dieser ganzen Diskussion einfach die wissenschaftliche Grundlage und ich würde mir wirklich freuen, wenn wir nicht ideologisch, sondern wissenschaftlich diskutieren und wirklich die Vorteile der Pflanze auch mehr in den Vordergrund rücken. Nun krass, wie der Typ dabei ernst bleiben kann. Das ist beim Vortragen der Termine viel einfacher. Und zwar habe ich da zu erzählen folgende Termine. Dienstag, 16. Februar geht es los mit 2 Terminen. Da trifft sich die Ortsgruppe in München und unsere Hamburger Gruppe mit dem Online-Klönschnack. Alle Termine hier, wie im Moment üblich, online. In Berlin am Mittwoch, 17. Februar, trifft sich die Ortsgruppe, die Gruppe Rhein-Neckar mit ihrem Online-Stammtisch am 23. Februar. Und nochmal Hamburg, Klönschnack, die schnacken gerade ständig Klön, regelmäßig, Dienstag, 23. Februar. Schaut rein. Letztes Jahr habe ich gesehen, bei den Kommentaren zu den Terminen gab es ein bisschen Verwirrung. Wenn ihr wissen wollt, wann, wo, wie ihr da reinkommt, wo der Zugangslink ist und so weiter, schaut mal auf unserer Seite auf die Terminliste. Der Link dahin ist auch in der Videobeschreibung. Und in diesem Termin, den ihr da auf unserer Seite findet, gibt es einen weiterführenden Link, mal ins Forum, mal zu Facebook, irgendwohin, wo die weiteren Informationen dann zu finden sind, wie ihr euch da anmeldet und so weiter. Klickt euch da mal durch. Nicht antworten auf diesen Termin, irgendwelche Kommentare schreiben, schickt mir mal einen Link oder so, sondern guckt euch die Beschreibung der Links, der Termine an und dann findet ihr auch, was ihr sucht. Das war's für heute. Ich wünsche mir, dass ihr diesen Kanal abonniert und die Glocke streichelt und dieses Video natürlich liked, wenn es euch gefallen hat. Wenn nicht, gerne auch Daumen runter von mir aus, wenn es unbedingt sein muss. Und damit wünsche ich euch noch einen schönen Tag und einen geruhsamen Abend.